Hi und herzlich willkommen zu deiner heutigen Bewegungspause. Für die heutige Übung benötigst du einfach nur ein Radiergummi. Du kannst auch einen Stift nehmen, aber das Radiergummi ist sicherlich erstmal etwas einfacher. Ich mache die Übung erst wieder vor und dann darfst du dich gleich auch ausprobieren. Das Radiergummi platzierst du auf deinem Kopf und deine Aufgabe ist es, dich jetzt hinzusetzen und wieder aufzustehen, ohne dass das Radiergummi runterfällt und idealerweise, wenn du kannst, ohne deine Hände oder Arme mit zu benutzen und zu Hilfe zu nehmen. Wenn das nicht geht, nimmst du diese erstmal mit. Also hinsetzen, sodass dein Hintern wirklich den Boden berührt. Dann wieder aufstehen. Und das machst du bitte so lange, bis die Zeit abgelaufen ist oder dein Lehrer, deine Lehrerin die Übung beendet. Ich wünsche dir viel Spaß und vor allen Dingen viel Erfolg damit.